vom Kopf geblasen. Jetzt auch gut, mein Gott. Dieser Orkan ist echt nicht ohne. Ich stand da eben direkt nochmal an der Kaimauer, an der alten Liebe. Und da hat es mir glatt die Mütze vom Kopf gejagt. Und einen Handschuh habe ich verloren. Aber okay, ich denke, das war es schon wert. Hier fliegen die Sachen durch die Gegend. Könnt ihr vielleicht auch sehen. Der Matthias ist hier und wir gehen jetzt raus, draußen in den Sturm. Es ist ein bisschen verrückt, aber ich denke mal, das wird ganz interessant, für den Vlog zumindest. Geht's hier raus. Wir haben Sturm hier an der Nordseeküste und ich nehme dich jetzt mal mit raus hier in den Orkan. Ich habe hier mit mir dabei die Insta360 One X2 und die Action 2 und wir kämpfen uns jetzt mal durch den Orkan weiter voran. Hier auf dieser Strecke. Bloß ein Viertel, oh Gott. Die Sturmböen, oder besser gesagt die Orkanböen, sind schon ganz schön heftig. Mir ist eben fast mein Hut hier weggeflogen. Was natürlich doof ist. Hast du das mitbekommen? Das Mikrofon, das rote Mikrofon. Gerade verlegt. Ja, hier kommen wir zu den Flugtoren. Die sind sogar geöffnet, erstaunlicherweise. Wir gehen jetzt hier mal hoch. Boah, ist das heftig. Steife Brise, sagt man hier an der Nordseeküste. Die kleine Klappbrücke, die ist geschlossen. Hier auch mittlerweile die alte Liebe erreicht. Könnt ihr hier sehen, es regnet ein wenig. Die Sturmböen sind mittlerweile so stark. Mich hat hier eben eine erfasst. Die war so stark. Die hat mich fast umgehauen. Aber wir halten weiter durch. Moin. Ist die alte Liebe gesperrt oder ist noch zugänglich? Nicht von hier. Okay, mal schauen. Passt gut auf euch auf. Ne? Die alte Liebe. Ja, ist abgesperrt. Ja, das Oberdeck ist abgesperrt hier. Da kommt man nicht hoch wegen des Sturms. Aber unten kann man sicherlich Land in. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Da ist die Schöne aus Niedersachsen. Die kennt ihr ja schon von meinen vorhergehenden Videos.
Jagd gelegt. Im prächtigen Orkan. Ja, so lange werde ich mich jetzt hier auch gar nicht aufhalten. Auch jetzt hier ein paar Aufnahmen. Für den Fall der Fälle mache ich jetzt hier auch schon mal mein kleines Schlussvideo. So, falls dir das Video gefallen hat, das ich hier aufgenommen habe, mitten im Orkan in Cuxhaven, dann freue ich mich darüber. Lass mir bitte einen Daumen nach oben da, schreib einen schönen kleinen Kommentar. Du kannst den Kanal auch natürlich auch gerne abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ansonsten bleibt mir nur, dir wie immer zu wünschen, bleib gesund, hab viel Spaß, unternehm was Schönes. Und bis bald, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Dein Matthias. Gehen wir hier mal die Treppe hoch. Ja, das ist jetzt auch der Peak des Sturms. Also viel mehr an Windstärke dürfte hier auch nicht mehr kommen. Hier seht ihr noch mal die Wellen. Das ist schon irre. Okay, ja. Ja. Was hier für Gewalten wirken. Der Sturm und das Meer, die Brandung. Das ist schon irre. Ich bin hier schon wieder halbwegs auf dem Heimweg. Dieser Orkan ist echt nicht ohne. Ich stand da eben direkt nochmal an der Kaimauer, an der alten Liebe. Und da hat es mir glatt die Mütze vom Kopf gejagt. Und einen Handschuh habe ich verloren. Aber okay, ich denke, das war es schon wert. Hier fliegen die Sachen durch die Gegend. Könnt ihr vielleicht auch sehen. Ich bedanke mich bei dir, dass du das Video wieder bis zum Schluss geschaut hast. Vielen Dank dafür. Bleib gesund, hab viel Spaß. Unternehmen was Schönes, vielleicht nicht so gerade wie ich hier jetzt im Sturm, in Cuxhaven, im Orkan. Aber bleib auf jeden Fall gesund. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann. Dein Matthias.